Familie der Süßgräser, der Poazen, ist für den Laien schwer zu bestimmen. Als Biologe sollten Sie aber trotzdem im Gelände einige dieser Arten erkennen können. Darunter ist auch der Hafer der Gattung Avena. Die Poazen, also die Süßgräser, kann man schnell von den Sauergräsern und den Binsengewächsen unterscheiden. Man erkennt sie daran, dass sie am Blattansatz zu einem Knoten verdickt sind, den Nodien. Der Bereich zwischen zwei Nodien ist ein Internodium. Die krautigen Pflanzen zeigen meist runde, hohle Stängel mit lanzettlichen, zweizeiligen Blättern. Die Blätter bestehen aus Blattscheide und Blatthäutchen, der Ligula. Die meist recht unscheinbaren Blütenstände, die Ährchen, bestehen selbst aus Teilblütenständen und setzen sich in ihrer Gesamtheit zu ährigen, traubigen und rispigen Gesamtblütenständen zusammen. Die sogenannten Hüllschwelzen befinden sich an der Basis der Hochblätter, die die Ährchen begleiten. Die Einzelblüten werden meist noch von Deck- und Vorspelze umhüllt. Zwischen diesen Strukturen können wir die Ludiculae finden. Poaceae sind auf die Anemochorie angewiesen, das heißt, dass sie den Wind zur Bestäubung benötigen. Kommt es zur Befruchtung, entsteht als Frucht die Karyopse. Poaceae lassen sich in drei Gruppen einteilen. Die Rispengräser haben Ährchen, die lang gestielt sind, wie zum Beispiel beim Hafer, Avena sativa. Außerdem können die Rispenäste verzweigt sein. Bei den Ährengräsern sind die Ährchen ungestielt. Der Blütenstand hat somit die typische Form, wie man sie vom Weizen Triticum estivum kennt. Die Ährenrispengräser sehen auf den ersten Blick aus wie Ährengräser, aber ihre Ährchen sind kurz gestielt. Für die Bestimmung benötigen Sie sehr häufig eine Vergrößerung, Bestimmungsliteratur und Kenntnis über die Strukturen. Wichtig für den Anfang ist, dass Sie die Poaceae eindeutig von den Sauergräsern unterscheiden können. Sauergräser wachsen hierzulande häufig an feuchten Stellen. Süßgräser spielen als Nutzpflanzen eine besonders große Rolle. Zu ihnen gehören zum Beispiel die Getreide, Roggen, Sikale, Cereale, Gerste, Hordeum vulgare, Hafer, Avena sativa und der Mais, Zea Mais. Als weitere Poaceae sollten Sie den Weizen kennen, Triticum estivum, daran zu erkennen, dass er keine Graden hat. Auch als Weidepflanzen sind die Vertreter der Poaceae sehr wichtig. Sie sollten folgende Futtergräser kennen und im Freiland erkennen können. Das deutsche Weidelgras, Lolium perenne. Sie können es von Quecken unterscheiden, wenn Sie auf die Stellung der Ährchen zur Sprossachse achten. Über eine Eselsbrücke lässt sich dies gut merken. Die Ährchen stehen bei Lolium längs und bei Quecken quer. Ferner sollten Sie das gewöhnliche Knollgras, Dactylus glomerata, und den Wiesenschwingel Festuca pratensis erkennen können. Wiesenlischgras, Phleum pratense, ähnelt dem Wiesenfuchsschwanz Allopecurus pratensis. Das Wiesenlischgras hat zur Unterscheidung der beiden typisch hornförmige Ährchen.